Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de zur aktuellen Lesson of the Week. In der letzten Lesson habe ich mich ja mit Paratiteln auseinandergesetzt und davor haben wir schon die Rolls und die Roughs gehabt. Jetzt geht es weiter in der Rudiment-Serie mit den Flam Rudiments. Flam Rudiments sind immer einfache Vorschläge, wobei der Begriff einfacher Vorschlag nicht ganz richtig ist, denn eigentlich spielt man dann, wenn man einen klassischen Flam spielt, die Schläge gleichzeitig, nur mit unterschiedlichen Dynamikstufen. Das heißt, wir haben einen Vorschlag und einen Hauptschlag. Und das klingt dann so. Wenn ihr das noch nicht kennt, ich habe da schon mal was dazu gesagt. Ich habe da einen Beitrag zum Thema Flams gemacht. Schaut euch den bitte an. Das wäre die Basis für die Flam-Figuren, die wir heute lernen. Beginnen möchte ich ganz klassisch natürlich mit dem Single Flam, mit dem ganz normalen Flam, dem einfachen Vorschlag. Und der sieht immer so aus, wie ich vorhin schon demonstriert habe. Ich habe eine Vorschlaghand, das ist in dem Fall hier jetzt die linke, und die Hauptschlaghand, das wäre jetzt hier die rechte. Und die Ausgangsposition ist eigentlich hier auch die deutsche Haltung. Und für den Hauptschlag verwenden wir die Grundhaltung, die wir auch für den Rückprallschlag und für die Double Stroke Rolls verwenden. Also der Stock zeigt senkrecht nach oben. Und jetzt lasse ich den einfach so fallen, dass beide gleichzeitig auftreffen. Und dann geht das immer weiter so, abwechselnd rechts, links. Rechter Flam, linker Flam. Rechts, links. Schnell funktioniert das so. Ich habe das jetzt auch wieder so gemacht wie in den anderen Videos zu dem Thema. Ich habe jetzt das langsam Beginn gespielt und dann das Tempo gesteigert. Und an einem Maximalpunkt bin ich dann wieder langsamer geworden. Das könnt ihr auch mit jeder dieser Flam-Figuren so machen. Das habe ich jetzt hier einmal gezeigt. Das könnt ihr dann für jede Figur so umsetzen. Ganz wichtig ist hier noch bei zu erwähnen, dass der Flam immer bezeichnet wird nach dem Hauptschlag. Das heißt, ein rechter Flam ist der laute Schlag rechts zu spielen. Also das wäre ein rechter Flam. Und jetzt dann geht die andere Hand hoch. Dann haben wir dann als nächstes einen linken Flam. Also der Hauptschlag benennt dann den Flam. Als nächste Figur beschäftigen wir uns mit dem Flam Tap. Da kommt einfach noch ein Einzelschlag hinterher in der Hauptschlaghand. Also ich bleibe mit der linken Hand dann einfach noch ein Weilchen unten, bis der zweite Schlag passiert ist. Ich notiere das hier unten in Achtelnoten. Klassischerweise wird das in Sechzehntelnoten gemacht. Warum ich das in Achtelnoten notiere, erkläre ich dann im Anschluss. Da gibt es noch eine Übung dazu. Da macht das so für mich mehr Sinn. Und im Übrigen ist es so, wenn ich das mit Achteln mache, mache ich das langsamer und bin nicht von den Sechzehntel verleitet dazu, das Ganze zu schnell spielen zu wollen. Das ist oft ein Problem. Das habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Schlagzeuglehrer festgestellt. Viele spielen grundsätzlich schneller, wenn sie Sechzehntelnoten sehen, wobei es da eigentlich keinen Grund dafür gibt. Man kann die auch langsam spielen. Flam Tap. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links. Das war jetzt die Kurzversion zur aktuellen Lesson of the Week. Ich habe hier jetzt zwei Rudiments gezeigt, den normalen Single Flam und den Flam Tap. In der Langversion findet ihr noch den Flam Accent, den Flam Paratitel und den Flam EQ erklärt. Und ich zeige auch noch eine kleine Kombinationsübung. Wenn ihr Interesse daran habt, dann meldet euch einfach bei meinem kostenlosen Mitgliederbereich an. Da findet ihr auch dann die Noten dazu als PDF-Dokument zum Download. Wenn ihr das Video jetzt gut fandet, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Das hilft mir weiter. Und wer noch nicht Abonnent meines YouTube-Kanals ist, der findet hier jetzt einen Knopf zum Draufdrücken.
Das freut mich und ihr verpasst da nichts mehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit den Flam Rudiments und nicht vergessen, start drumming!